Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tales of Phantasia. In diesem Part gehen wir durch die Katakomben. Ich gehe aber vorher nochmal da runter. Da ist nichts, alles klar. Ich habe die Fähigkeiten sortiert und ich werde sie jetzt gleich mal testen. Obwohl, ich glaube nicht, dass zwei ausreichen. Nee. Das war doof. Zwei reichen nicht aus, beim besten Willen nicht. Wer hat dich getroffen? Ich oder er? Na egal. Besiegt ist besiegt. Ja, warum nicht? Unser nächster Dungeon, ne? Oh, haben wir es mal mit ein paar Untoten wieder zu tun. Der hat mich angespuckt. Bäh, ekelhaft. So, suchen wir mal ein Item, das die TP wieder aufstellt. Ich will nämlich mal die neue Fähigkeit testen, ne? So. Ah, das war dauerhaft die... Nee, das ist auch das nicht. Ja gut, das war zwar totale Verschwendung, aber ich will halt einmal das Art zeigen. Gehe ich jetzt hier gerade den richtigen Weg? Ich gehe lieber mal die kleinen Räumchen hier ab. Der Deckel ist des Sarkophags zu öffnen? Ja. Gut, dann gucken wir mal. Das ist Dämonfang. Was? Nein, ich will nicht flüchten. So ganz habe ich das wohl nicht gecheckt mit den Arts. Muss ich zuerst sozusagen zwei Arts kombinieren, dann als dritten Angriff den machen? Kann durchaus sein. Da habe ich es total falsch eingestellt. Mache ich dann gleich Sirup erhalten. Tut das Sirup mich wieder die P herstellen? Macht der Rune erhalten. Okay. Scheint ein wichtiges Item zu sein. Okay, Holzschwert.
Ach, na gut. Typ. Ich glaube, ich habe nur das Sirup und ein Apfelgelee. Da bringt mir das nicht viel. Das Einzige, was ich tun werde jetzt, ist die Fähigkeiten anders dazu zu sortieren. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da machen wir da das Shadow. Und da machen wir... Nein, nicht das. Oh, du willst mich doch verkohlen. So. Dann machen wir doch mal das Shadow Dance. So. Ja, auch den hier öffnen. Verrückt kommt jetzt wieder ein Zombie. Exakt. So. Dann teste ich das jetzt mal. Okay, es hat wohl nicht funktioniert. Keine Ahnung, ich check das nicht so ganz. Was du das Leben erhalten, ne? Kettenhemd erhalten. Das könnte praktisch werden. Keine. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Alles klar. Halt, bin ich doof. Ich merk's gerade eben erst. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja, wollte schon sagen. Wieso geht das nicht? Das war ja auch gerade strange. Das war eine Kombi-Attacke. Oder auch nicht, das war eigentlich furchtbar. Ja, ich muss mich da noch mit der Steuerung vertraut machen. Uah, halt, ne, oh. Sie bewegt sich nicht. Es scheint, als ob eine seltsame Kraft sie geschlossen hält. Wäre auch ein Wunder gewesen, wenn es nicht so wäre. Die Tür sah so besonders aus. Gut, gehen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Einen leeren Raum. Ach, wie ich das liebe, total verzweifelt in der Gegend rumzurennen und ja. Er hat eine größere Reichweite, das... In späteren Spielen ist es eigentlich viel angenehmer mit den TP, die wachsen viel schneller nach. So ist es so, dass du eigentlich in der Regelfall mit deinem Standardangriff und nicht mit deinen Arts angreifen musst. Aber gut, er ist tot. Das ist praktisch. Und ein Langschwert erhalten.
und TP zurückgekriegt. Ein Säbel noch dazu. Warum nicht? Oh je, was haben wir denn hier? Ach du liebes bisschen. Ich bin tot. Könnt ihr das alleine? Hilfe! Okay, das ist... Ich weiß nicht, wie ich Items im Kampf benutze. Ja, ist immer Game Over. Ja, damit haben wir auch einmal den Game Over Bildschirm gesehen. Oh je, das war ja noch hier. Ja, Leute. Ich würde da mal sagen, das war ist ein etwas kürzerer Part. Ich spiele jetzt bis zu der Stelle vor, wo wir zuletzt waren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.